Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, hier in diesem Hohen Haus wird ja viel von den Wohnkosten als eine der drängenden sozialen Fragen geredet. Und es stimmt ja auch. Für immer mehr Menschen werden Mieten zum Problem. Wohneigentum, vor allem in Ballungsräumen, ist für die Mitte der Gesellschaft nicht mehr erschwinglich. Wir Freie Demokraten sagen da ganz klar, Wohnen darf kein Luxus sein. Wohnen muss endlich wieder bezahlbar werden. Leider hat die Große Koalition herzlich wenig gegen diesen Missstand getan. Es wurde ein bisschen am Symptom herumgedoktert. Allerdings nicht die Ursachen angegangen. Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben heute die Möglichkeit, sich uns anzuschließen und einen ersten Baustein in den Weg zu günstigeren Wohnen und zu mehr Eigentum zu setzen. Die Mieten und das Wohneigentum werden in Deutschland auch deshalb immer teurer, weil die Baukosten seit Jahren steigen. Dabei ist der Staat einer der Hauptkostentreiber. Damit muss endlich Schluss sein. Mir ist schon klar, Entbürokratisierung im Wohnungsbau ist jetzt kein so sexy Werbeslogan, wie Sie ihn ja gerne haben. Aber dafür ist die Entbürokratisierung wirkungsvoll, zielgerichtet, weitestgehend kostenfrei und kommt jedem zugute. Was mich bei dem Thema aber am meisten umtreibt, wir haben da ja eigentlich kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Die Baukostensenkungskommission hat ja mittlerweile vor 2,5 Jahren konkrete Vorschläge und Ideen auf den Tisch gelegt. Vor 2,5 Jahren. Jetzt habe ich gestern erst den CSU-Staatssekretär Mayer gehört, wie er erzählt hat, wir werden uns die Ergebnisse ganz genau anschauen. Ja, meine Güte, wie lange und wie oft wollen wir uns die Ergebnisse noch anschauen? Deswegen fordern wir erstens einen Baukosten-TÜV. Seit dem Jahr 2000 sind die Baukosten allein aufgrund der verschärften Vorschriften und Standards um 20% gestiegen. Das ist einfach zu viel. Wir fordern, dass jedes neue Gesetz, jede neue Verordnung, jede neue Norm Abschätzungen erfolgt für die Folgekosten. Was bringt diese Norm und was kostet sie? Zweitens, auch das ganz deutlich formuliert, wir müssen den Dämmwahn stoppen. Ja, der Energieverbrauch spielt beim Klimaschutz eine sehr wichtige Rolle, aber es muss ja auch Sinn machen. Und das tut es eben nicht mehr. Allein die Verschärfung der NF 2016 hat die Neubaukosten um 8% getrieben. Das sind bei einem Einfamilienhaus gern mal 20.000, 30.000 Euro und mehr. Und damit sparen wir dann 0,02% zusätzlich CO2 aus. Das steht doch nicht mehr im Verhältnis. Deswegen Schluss mit den immer neuer schärferen Energie- und Dämmvorschriften. Und drittens, wir müssen das Baurecht vereinfachen und harmonisieren. Typengenehmigungen, serielles Bauen können da ein wichtiger Schritt bei der Baukostensenkung sein. Dazu müssen wir hier die Voraussetzungen schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, günstiger bauen heißt günstiger wohnen. Die Entbürokratisierung ist da ein erster wichtiger Baustein auf diesem Weg zu niedrigeren Wohnkosten und mehr Eigentum. Sie ist kein Allheilmittel, das ist uns auch klar. Aber wir müssen jetzt handeln, wir müssen auch schnell handeln. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, der linken Ideologie, bitte verzichten Sie auf Ihren reflexhaften Zynismus und sparen Sie sich den Hinweis, das Senken der Baukosten würde nur die Gewinne der Unternehmen treiben. Erstens stimmt das nicht und zweitens ist es unsäglich, allen eine Entlastung zu verweigern, nur weil vielleicht auch jemand profitiert, den Sie nicht leiden können. Schaffen wir den Menschen in unserem Land bitte endlich die Freiräume, die sie verdienen. Freiräume durch weniger Miete oder realen Freiraum in Form der eigenen vier Wände. Die Hürden bei der Entbürokratisierung sind gering, aber die Chancen sind groß. Vielen Dank. Als nächster spricht Kai Wegner für die Fraktion der CDU-CSU.